Das klingt ja alles wirklich nach einem Seniorenparadies. So ist es. Erst heute hat sich der Altbundespräsident entschieden, seinen Ruhestand bei uns zu verbringen. Horst Köhler? Ich habe ihm persönlich versichert, dass er bei uns über Präventiv- und Wirtschaftskriege schwärmen darf, so viel er will, Tag ein, Tag aus. Und unser Pflegepersonal wird ihn garantiert nicht kritisieren. Dafür stehe ich persönlich ein. Ah. Ich lade also noch einmal explizit auch alle Hörerinnen und Hörer von U1 ein. U1? Man muss auch mal 5 Uhr gerade sein lassen. Kommen Sie zu uns, werden Sie Teil unserer gemäßigten Gemeinschaft. Bei uns wird es Ihnen an nichts fehlen. Sind wir im Geschäft. Hallo? Herr Samadalo, sind Sie noch da? Hallo? Die Draisine ist stehen geblieben und mein Kopf tut irgendwie weh. Wenn ich hingreife, wo es weh tut, sind die Finger nachher blutig. Herr Samadalo, geht's Ihnen gut? Hallo, lieber Mann. Sind Sie verletzt? Ich glaube, ich habe einen Unfall gehabt. Ja, es hat ganz schön gescheppert, ja. Aber sagen Sie bitte nichts meiner Mutti. Keine Sorge, wir wollen ja Sie nicht unnötig aufregen. Ne? Apropos Mutti, für den Mietvertrag in Görlitz, da bräuchten wir die Unterschrift des Sachwalters. Sind das Sie? Mir ist irgendwie nicht ganz gut. Herr Samadala, schauen Sie geradeaus, fixieren Sie einen Punkt. Haben Sie an? Ja. Was sehen Sie? Ich bin gegen eine Tafel gefahren. Was steht da? Görlitzen? Osojtschica. Sie fantasieren, schauen Sie nochmal. Ach ja, da steht nur Görlitzen. Ja, Sie haben sich verfahren, junger Mann. Aber ich habe doch den Leuten bei den ÖPB gesagt, sie sollen mir die Weichen auf Görlitz stellen. Was soll das überhaupt heißen, Görlitzen? Ich weiß nicht, es steht nur Görlitzen. Wir sind da ein Naherholungsgebiet. Wir haben dich beobachtet, nicht schlecht, der Grisch. Hallo, wer spricht denn da plötzlich? Wir sind die letzten Ringer von der Görlitzen. Schau mal, Görlitzen, in dieser Sendung geht es um Görlitz. Görlitzen. Görlitz. Görlitzen. Görlitzen, das ist mein letztes Wort. Was heißt du überhaupt Sendung? Gestatten Heim und Samadala, österreichischer Rundfunk Weltahoi, wir sind live auf Sendung. Tatsache, ja, wenn es so ist, möchte ich die Gelegenheit ergreifen. Auch heuer wieder wollen wir vor allem unsere Altvorderin einladen, uns in Kärnten zu besuchen. Moment. Die Region Ossiachersee bietet vor allem auch für traditionsbewusste Trümmerfrauen vielerlei Zerstreuung. Herr Samadala, ich muss darauf bestehen, dass genießen Sie die mediterranen Düfte, wenn wir den traditionellen Bauernrinnen kämpfen, die mit Kräuterölen aus der Region marinierten blanken Häute für Sie schmatzend aufeinandergleiten im heißen Gewühl. Das würde meiner Mutti sicher gefallen. Herr Samadala, hallo? Ja, welcher Ringmuskel kann wehren dem Öl, dem Kultgepressten? Vielleicht gefällt es ihr sogar so sehr, dass ihr ihren neuen Freund vergisst. Soll vorkommen, ja, sowas. Hallo, Herr Samadala, wir stehen hier kurz vorm Vertragsabschluss. Wenn Sie sich jetzt bitte entscheiden. Ist das schwierig, das Ringen, oder könnte ich das auch? Ah, sicherlich. Schau her, es geht auch so. Ich stelle mich so hinter dich. Pass auf. Aha. Geh Truppe, los hin. Und jetzt... Zieh da von hinten die Unterhosen ins Kreuz auf. Bei euch geht's wohl auch recht entspannt zu. Ich verstehe, dass ihr trainieren müsst, aber jetzt tut es langsam ein bisschen weh. Und jetzt telefonieren Sie noch immer. Hören Sie aber auf. Wer soll denn das tun? Mutti? Mutti. Soweit Heimo Samadala aus Görlitz oder Görlitzen oder woher auch immer. Auch wenn er noch lebt, so war es doch angenehm zu hören, dass er wenigstens Schmerzen hat. Sie könnten ihm seine Sammlung mit den Schlatzkugeln kaputt machen. Wie bitte? Na, um ihn zu erpressen. Richtig. Ach so, das meinen Sie. Ja, naja. Ich weiß, wie es dem Unterdruck sitzt, das hat er pariert. Ich bin ganz Ohr. Ah, du kennst den Winter, den Greg Winter. Den US-amerikanischen... Bakterienschnitzer, genau, ja. Und was empfehlen Pass auf, Sie? Du sagst den Samadala, wenn er nicht alles macht, was du willst, dann tötest du seine Mutter und zwar verspreist du nachher ihr DNA mit einem Kolidarmbakterium, infizierst ihn damit und wenn er dann Antibiotika gegen einen Dünnpfiff nimmt, dann muss er dadurch gleichzeitig seine Mutter komplett auslöschen. Das klingt nach einem perfekten Plan, Herr Urning, vielen Dank. Ja, nichts zu sagen, mache ich gern. Also, wollt ihr einen Witz hören? Ich glaube, unsere... Ja. Ja, mir sind die Brillen heruntergefallen, obwohl sie nicht gebellt haben. Verstehst? Herr
der gefallen. Der Hund böt nicht. Nein, jeder Hund böt normal. Nein? Vielleicht ist der schuld am Vulkanausbruch. Also ausschließen würde ich es nicht.